Herzlich willkommen zurück zum Adventure The Dick von LucasArts. Ich bin Perodor und in der letzten Folge sind wir hier gestrandet und wir müssen sehen, dass wir uns hier in der Umgebung erstmal umsehen, das alles erforschen, dem Geheimnis auf die Spur kommen und letztendlich müssen wir auch nach Hause kommen. Im Hintergrund hören wir schon eine Schreie. Ja, dann schauen wir uns erstmal hier um. Die Raumanzüge haben wir in der letzten Folge abgelegt. Okay, was ist das hier? Die Jetpacks, ja gut, die brauchen wir noch. Oh, eine Plattform, was ist das? Wovon? Das ist wohl kaum eine natürliche geologische Formation, nicht wahr, Brink? Sehen Sie, wie genau die Steine zusammenpassen. Wie antikes peruanisches Mauerwerk. Also eine primitive Kultur? Antikes peruanisches Mauerwerk ist alles andere als primitiv. Ich weiß gar nicht, woher wir gekommen sind. Wir sind jetzt ja einmal auf einmal hier auf dieser Plattform. Pflanze. Ich mag übrigens die Synchronsprecherrolle hier von diesem Brink nicht. Der wirkt so stocksteif und ja, also wirklich. Nee, mag ich nicht. Also, schauen wir uns erstmal die leckere Pflanze an. Kann man die essen? Bei meinem Glück ist das wahrscheinlich die hiesige Form von giftigem Efeu. Ich denke, ich werde sie nicht berühren. Ich glaube, das ist doch eine gute Idee. So. Plattform, okay. Brink. Wie geht's Ihnen, Brink? Sie meinen, abgesehen davon, dass ich auf einem fremden Planeten gefangen bin, ohne die Aussicht darauf, je wieder nach Hause zu kommen? Ja, gut gekontert. Wie geht's Ihnen, Brink? Sie meinen, abgesehen davon... Okay, das hatten wir schon. Das ist ein ziemlich verlassener Ort. Wer auch immer hier gewohnt hat, ich denke, Sie sind schon lange weg. So viel Staub. Der Boden ist völlig unberührt. Man sieht nur unsere Fußabdrücke. Eine gute Beobachtung. Brink, wie hält sich Maggie? Was denken Sie? Mit ihr scheint alles in Ordnung zu sein, Commander. Es geht mir gut. Wir müssen alle aufeinander Acht geben. Das stimmt. Ich finde das so genial. Die steht hier direkt daneben und die unterhalten sich über die Person. Das... Ja. Danke. Bitte. Robbins. Maggie, was für einen Eindruck macht Brink auf Sie? Er sieht soweit ganz in Ordnung aus. Es geht mir gut, Commander. Besten Dank für Ihre Besorgnis. Wir müssen alle aufeinander Acht geben. Das tun wir doch. Alles in Ordnung? Oh, mir geht's wunderbar. Das hier ist die tollste Geschichte meines Lebens. Das Problem ist nur, ich kann niemandem davon erzählen. Na, mal abwarten. Dieser Platz ist so verlassen wie der Nordpol. Fast so verlassen wie der Nordpol. Ich glaube, wir haben die Erde weit hinter uns gelassen. Wo ist zu Hause, Mama? Lass ich mal unkommentiert. Danke. Danke. Bitteschön. Okay, Pflanze, wo... Oh, Lichtung. Oh, das habe ich eben gar nicht gesehen. Lichtung. Was haben wir da? Lichtung. Gehen wir mal zu der Lichtung. Wo gehen Sie hin, Lo? Ich wollte nach Wasser suchen. Oder einen Weg nach draußen. Oh, war das eine gute Idee? Weil wir haben unser Fresspaket ja nicht mit uns. Ich finde, wir sollten zusammenbleiben. Fein, folgen Sie mir. Unsere Lunchbox. Das ist keine Weltraummission mehr, Lo. Es ist eine archäologische Ausgrabung. Und für so etwas bin ich offensichtlich der Anführer. Fein. Sobald wir etwas ausgraben müssen, können Sie die Schaufel haben. In der Zwischenzeit ist es unser erstes Ziel zu überleben. Unser zweites Ziel ist es, nach Hause zu kommen. Wir müssen zusammenarbeiten. Und ich bin immer noch der Commander dieser Mission. Sie wissen nicht mehr darüber, wie man in einer außerirdischen Welt überlebt, als ich. Boston hat recht, Ludger. Er hat das nötige Überlebenstraining und wir brauchen einen Missionsleiter. Jetzt ist keine Zeit für unsinnige Machtkämpfe. In Ordnung, das akzeptiere ich. Fürs Erste. Krass. Es fangen schon die Machtkämpfe an. Sieht sehr schön aus hier. Fragezeichen? Fragezeichen? Okay. Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. So, gibt es übrigens auch jetzt wieder als Sommerspezial 2018, also haltet da eure Augen offen, wenn ihr Spaß dran habt. So, Podest, ja, da waren wir ja gerade eben. Da gehen wir mal zu den drei Fragezeichen, würde ich sagen. Okay. Ui, was ist das denn? Fantastisch! Sehen Sie! Wahnsinn! Noch mehr Anzeichen außerirdischen Lebens. Glauben Sie, hier lebt irgendjemand?
oder irgendetwas? Es scheint, als wäre jemand hier gewesen. Hoffen wir, dass sie friedlich sind oder verschwunden. Okay. Krass. So, dann schauen wir uns noch die anderen beiden Sachen an. Das scheint irgendwie so ein altes Raumschiff zu sein. Ein Schiffswrack oder sowas. Schöne Soundeffekte, die gefallen mir. Nicht nur Pflanzen, sondern auch Kreaturen. Ich bin kein Archäologe, aber das hier sieht nach Knochen aus. Aber sie liegen nicht da, wo das Tier gestorben ist. Sie wurden hierher gebracht. Eine Markierung. Eine Grabstätte? Vermutlich. Und mittlerweile ein Zuhause für diese Rattenbiester. Okay. Oh, Grab. Stoßzähne. Können wir die mitnehmen? Er ist leicht, aber so hart wie Stahl. Na gut, dann stecken ein. Ein Grab, können wir das wegschaufeln? Ich meine, wir haben eine Schaufel mit. Ne? Es heißt auch The Dig, also die Ausgrabungsstelle oder die Ausgrabung. Ich glaube nur die Ausgrabung. Ich glaube, The Dig Site ist die Ausgrabstätte. Scheint zu funktionieren. Wobei, ich wollte mir eigentlich erst noch das andere nochmal ansehen. Das dritte Fragezeichen. Jetzt sind wir hier schon... Was? Wollen Sie dort einfach hineingraben? Mit einer Schaufel? Sie werden die Stätte zerstören. Ich betreibe momentan keine Archäologie, Brink. Ich suche nach Dingen, die uns helfen können, nach Hause zu kommen. Sie werden in die Geschichte eingehen, als der hirnlose Weltraumheld, der wertvolle Informationen bei der allerersten außerirdischen archäologischen Ausgrabung zerstört hat. Das ist besser, als wenn ich in die Geschichte eingehe. Als Commander einer Expedition, die plötzlich verschwunden ist und von der nie wieder etwas gehört wurde. Und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg, wenn Sie mir nicht helfen, Brink. Das könnte eine Weile dauern. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass Sie so verfeindet sind. Welch meisterhafte Tat, Commander. Jetzt haben wir nur noch einen nutzlosen Haufen Dreck und Knochen. Vielleicht nicht. Man weiß nie, wann sich ein außerirdischer Knochen als nützlich erweist. Also ich hätte jetzt keine Funktion für einen außerirdischen Knochen. Kieferknochen. Was denken Sie? War das hier einmal ein fühlendes Wesen? Oder ein Haustier? Oder ein schreckliches Monster? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es tot ist. Ein seltsam geformter Kieferknochen. Die Zähne sehen noch sehr kräftig aus. Knochen haben wir auch. Mein Gott, was haben wir denn jetzt alles mitgenommen? Kieferknochen, Knochen, hier so ein Stoßzahn. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. Okay. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. Scheinen wir nicht mehr mitnehmen zu können. Jetzt reden wir nochmal hier mit unserem Brinky. Wie geht's Ihnen, Brink? Sie meinen abgesehen davon... Das hatten wir doch schon. Okay. Haben Sie eine Ahnung, was wir hier sehen? Ein guter Archäologe bildet sich nicht ein, irgendetwas von einer Stätte zu verstehen, bevor er sie nicht einige Jahre lang untersucht hat. Wir haben aber keine Jahre. Vielleicht sind Jahre alles, was wir haben. Wirklich? Brink, wie hält sich Maggie? Was denken Sie? Mit ihr scheint alles in Ordnung zu sein, Commander. Es geht mir gut. Wir müssen alle aufeinander Acht geben. Gut. Danke. Ich glaube, es hat gar... Ich glaube, es hat gar keine Funktion. Man kann nicht so mit den Charakteren spielen wie bei Death Tentacle zum Beispiel oder wie bei Thimbleweed Park. Ich glaube, wir haben die Erde weit hinter uns gelassen. Wo ist zu Hause, Mama? Oh, wie furchtbar. Maggie, was für einen Eindruck macht Brink auf Sie? Er sieht soweit ganz in Ordnung aus. Gut, okay. Wir müssen alle... Danke. Kommt nicht weit. Kommen wir nicht weiter, dann gehen wir noch zum dritten Fragezeichen. Da ist es. Meinen Sie, wir könnten diese Rampe erklettern? Das ist zwecklos. Sie reicht nicht bis ganz nach oben. Diese Zeichen auf der Wand, sind das Inschriften oder nur Dekoration? Das fragen Sie uns? Natürlich. Warum nicht? Man kann ja allgemein mal was fragen. Okay, hier geht's. Nicht weiter?
Mickey? Nee. Okay, dann gehen wir zurück. Schauen wir uns nochmal das Raumschiff an. Was vor sich herrottet. Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Gibt nichts Schlimmeres, wenn ich irgendwas übersehe und dann wieder stundenlange rätsele. Oh, da ist was. Triebwerk. Triebwerk. Wrack. Und Wrack. Triebwerk. Nee, hier ist nichts. Schauen wir uns mal um, ob wir auch... Dahinter können wir nicht. Okay, dann schauen wir uns das Triebwerk an. Scheinen zwei Stück zu sein hier. Diese Triebwerke sind gigantisch, aber es gibt keine Anzeichen von Verbrennung, keine Oxidation, kein Ruß. Die Gestalt dieses Schiffes ist nicht konsistent mit den geometrischen Strukturen, die wir bisher gefunden haben. Also ist das Schiff nicht von hier? Meiner Ansicht nach nicht. Vielleicht sind sie hier auch gestrandet, wie wir. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere? Entführung? Diese außerirdische Technik ist hoffnungslos ruiniert. Können wir hier reingehen? Scheint so. Jawohl. Können Sie sich vorstellen, wie diese Leute ausgesehen haben könnten? Nachdem sie das Schiff gesehen haben, meine ich. Der ganze Rost, Korrosion. Vielleicht haben Tiere Sachen verschoben. Schwer zu sagen, was wir da sehen. Lassen Sie mich mal sehen und fassen Sie nichts an. Oh, schade eigentlich. Raus. Kiste? Was für eine Kiste? Naja, ich sehe zwar keinen Schatz, aber es ist was drin. Ein Gerät? Wenn wir nach Hause kommen, werden einige Ingenieure tagelang herumprobieren, wie das funktioniert. Sieht aus wie ein Kompass. Oder eine Perle. So, Brink, hast du was gefunden? Brink. Wie geht's Ihnen, Brink? Oh. Ich hoffe, Sie finden einen Weg hier heraus. Ich glaube nicht, dass wir diese Wände hochklettern können. In all den Jahren, in denen ich alte Städten untersucht habe, habe ich gelernt, dass manchmal der beste Weg nach oben führt und manchmal führt er nach unten. Nun ja, ich hoffe, Sie verstehen, was Sie sagen. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Danke. Ja. Schauen wir uns weiter um. Hängendes Kabel. Dieses Kabel könnten wir später gebrauchen. Mal schauen, ob ich es herunterziehen kann. Sollten Sie nicht zuerst die Sicherung rausnehmen? Was? Das war ein Witz, Lowe. Oh ja. Gehen Sie einen Schritt zurück. Vielleicht kommt was von der Decke runter. Oh. Ach du lieber Gott. Sehen Sie sich das an. Es ist wunderschön. Verändernde Formen. Mathematische Progression von unendlich komplexen Polyhedrons. Wenn ich das nächste Mal vorschlage, an einem Seil zu ziehen, dann... Nein, nein, ich bin froh, dass Sie es getan haben. Was könnte das gewesen sein? Das war keine zufällige elektrische Entladung. Vielleicht ist es so eine Art Computeranzeige. Vielleicht war es eine bedeutende Nachricht für die Piloten dieses Schiffes. Aber mir sagt es überhaupt nichts. Hui, das war aber schon ein bisschen gruselig. So, Kabel. Es könnte immer noch nützlich sein. Ja gut, wenn wir da diese eine Wand hochklettern wollen, vielleicht. Vielleicht dieser Kieferknochen und das Kabel. Na, wer weiß. Was haben wir da? Ein gravierter Stab. Hat jemand gesehen, ob das hier schon da war, bevor dieses Ding erschienen ist? Natürlich war es schon da. Denken Sie, ein elektrisches Feld kann ein festes Objekt tragen? Also ich habe eindeutig gesehen, dass das... diese Erscheinung, das den Stab erzeugt hat oder wie auch immer. So, können wir weitergehen hier? Hä? Das war's alles? Das war's? Na gut... Was können wir noch entdecken? Nee. Gut, dann gehen wir nochmal zurück.
Ich muss aber jetzt mal schauen, was wir alles eingesammelt haben. Scheint eine Art Stoßzahn zu sein. Okay. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen, ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. Irgendeine Art Gerät. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut sein könnte. Das Kabel ist nicht aus Metall. Ein Kabel aus einer transparenten Faser. Wahrscheinlich Silikon. Es diente bestimmt der Datenübertragung. Das ist ein Stab mit einer Gravur. 5 geometrische Formen. Okay, warte mal. Können wir es benutzen? Das bringt nichts. Das wird nichts bewirken. Ich möchte den Stab nicht vergraben. Das wird nichts bewirken. Es gibt keinen Grund, die Taschenlampe zu benutzen. Ja, sehr gut. Das wird nichts bewirken. Schade, das will ich nicht. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Warte mal, wir könnten. Aber wir fragen mal den Brink. Brink. Ja, sehr gut. Was war das für eine Erscheinung? Ach, so viel zu lernen und wir haben keinerlei Instrumente dabei. Na gut, das war jetzt mal ein Satz mit X. Danke. Bitteschön. Robbins, was war das für eine Erscheinung? Ich weiß nicht. Aber Erscheinung scheint ein gutes Wort dafür zu sein. Gut. Danke. Ja, für nichts. Ja, jetzt bin ich schon fast wieder ratlos, was wir machen können. Grab. Schuttrampe. Schuttrampe, okay. Wir gehen nochmal zum Grab, vielleicht können wir da irgendwas machen. Oder zur Plattform, um die Kugel zu benutzen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Das haben wir ja. Warte mal, ein Stab? Nee, geht nicht. Kugel? Was? Es zeigt nach links. Ging das eben auch? Hä? Warte mal. Nach links? Ah, Doppelklick geht auch. Sehr schön. Nein! Mann, ist das ja schon erschrocken. Ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass dies kein natürliches meteorologisches Phänomen ist. Was ist mit einer Luftspiegelung? Stimmt irgendjemand für eine Luftspiegelung? Es wusste, dass wir hier sind. Es wollte uns irgendetwas sagen oder zeigen. Seien Sie nicht zu voreilig mit einem solchen Anthropomorphismus. Woher sollen wir wissen, wie Leben hier aussieht? Es könnte lebendig sein. Oder es könnte eine Art automatisches Leitsystem sein. Wir haben es im Wrack eingeschaltet und jetzt führt es uns. Sie meinen, es ist das letzte Aufbäumen eines holographischen Fremdenführers? Oder die Hafenpolizei. Vielleicht heißt es, wir sind festgenommen und dürfen uns nicht bewegen, weil uns sonst in 15 Sekunden ein Selbstschusslaser grillt. Hören Sie auf! Vielleicht finden Sie das lustig, aber das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein kleiner Junge, der mir Angst einjagen will. Wenn ich Ihnen Angst einjagen wollte, würde ich erzählen, es war der Geist eines längst verstorbenen Außerirdischen. Woher wissen Sie, dass es kein Geist ist? Was? Sie meinen, so enden Außerirdische nach ihrem Tod? Dann hoffe ich wirklich, das hier ist die Hölle, denn meine Vorstellung vom Himmel sieht etwas anders aus. Jetzt jagen Sie mir aber Angst ein. Okay, aber das ist hier verschwunden. Aha, kleines Loch. Es ist zu klein und zu dunkel, um zu erkennen, ob das Loch irgendwo hinführt. Wir könnten eventuell die Taschenlampe... Das bringt nichts. Ah, gut. Die Taschenlampe hilft hier nicht. Der Stab? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann nicht feststellen, woraus es hergestellt wurde. Okay. Achso. Es zeigt hinter mich. Plattform. Ah. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Gut, es zeigt hinter dich. So, dann gehen wir doch nochmal zur Schuttrampe. Es scheint auf diesen Hügel zu zeigen. Auf welchen? Auf den da? Okay. Das ist ein Orichalcum. Ach, das Ding. Oh, dann buddeln wir es mal aus.
Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein bei The Dick. Ich bin Perodor. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und bitte dranbleiben. Es wird richtig noch spannend.